Der Silvio Berlusconi kann weiter regieren. Der italienische Regierungschef gönnt ganz knapp die Vertrauensabstimmung im Parlament. Dass der höchst umstrittene Politiker an der Macht bleibt, löst bei den Italienern hier in Zürich gemischte Gefühle aus. Sebastian Rieder und Dana Gablinger. Und wieder hat er Glück gehabt. Silvio Berlusconi ist wie eine Katze mit sieben Leben. Übersteht er auch heute die Vertrauensabstimmung im Senat. Kurz vorher wird er vom Oppositionspolitiker Antonio Di Pietro stark verurteilt. Der Berlusconi sei ein Schand fürs Land. Und heute endlich werde er die Endstation von seiner Karriere ankommen. Dem ist aber nicht so. Die Italiener zu Zürich haben gespannt auf die Meldungen aus Italien gewartet. Im Restaurant Don Leone gehen die Meinungen auseinander. Ich denke, naja, bis jetzt hat er nichts Gutes gemacht für die Italiener und Italien. Und es wäre Zeit, dass er jetzt endlich geht. Tanta gente invidiosa, solo per questo. Wenn er kritisiert wird, ist das der Neid von vielen Leuten. Er ist keine dumme Person. Er weiß schon, was er macht. Studenten demonstrieren heute auf der Straße, wo klar wird, dass der 74-jährige Silvio Berlusconi weiter im Amt bleibt. In Italien haben viele genug von den Sexskandalen und Manipulationen. Und auch im italienischen Boccia-Club in Zürich sind nicht alle Berlusconi-Anhänger. Was ist das? Seine Regierung findet immer ein Fräulein. Ist wie immer ein Fräulein. Immer. Denken nur das. Und dann Money. Fertig. Berlusconi, ich finde, der hat eine schöne Gruppe mit, wegen das ist nicht allein. Seine Minister sind sehr, sehr gut, würde ich sagen. Ich schaue nicht mehr nach im Fernsehen. Höchstens, wenn er sich noch mal liften lässt. Gut lachen hat auch der Silvio Berlusconi, zumindest bis zu den Parlamentswahlen in 2,5 Jahren. Ein ganz spezieller Weihnachten.